Wir glauben immer, wir hätten alles erfunden. Wir
Renaissance hat die Perspektive erfunden und die naturalistische Malerei. Und ich darf Ihnen sagen, das ist alles Quatsch. Wir hatten im letzten Sommer den Direktor der Gemäldesammlung und der Kalligrafieabteilung des Chinesischen Nationalmuseums hier, was auch die wichtigste, größte Museumsinstitution ist. Er hat uns ein Bild gezeigt aus dem 12. Jahrhundert, ein chinesisches Bild. Da war alles da, von dem wir denken, wir hätten es erfunden. Also das heißt, das Besondere an China ist, dass wir über Jahrhunderte und Jahrtausende kulturelle Werte entwickelt haben in China, die trotz aller Widrigkeiten und der sich schnell verändernden Realitäten bestanden haben bis heute. Und das man weicht davon nicht ab. Und insofern ist es sehr schön, dass Xu mit seiner Familie hier ist und man sieht ja verschiedene Generationen. Es wird kalligrafiert, es wird gemalt, es wird gesungen, singen. Und es passt alles zusammen. Wir haben uns unterhalten und er hat gesagt, er musste nicht seinen Kindern erklären, dass sie malen lernen müssen. Das haben sie von sich aus entwickelt und trotzdem sind es junge, sympathische Menschen, die mitten im modernen Leben stehen. Und das sollte für uns Ansporn sein, eigentlich uns wirklich an diesen Wertekanon, der in China über 5000 Jahre entwickelt wurde, dass wir uns daran orientieren und uns Mühe geben, mehr darüber zu lernen. Insofern war es traumhaft zu sehen, wie ein Maler hier malen kann. Und einfach so, und wie wir diese Ausstellung auch zustande gebracht haben, weil am letzten Mittwochmittag haben wir uns getroffen und mehr oder weniger wurde spontan beschlossen, dass es hier eine Ausstellung geben wird, inklusive Einladung und Arrangement von allem. Das war schon sehr besonders und ist eine ganz außergewöhnliche Sache. Und ich hoffe, Sie haben alle Freude daran. Und damit meine monotone Stimme nicht alleine dasteht, denke ich, dürfen wir gerne Gebrauch davon machen, uns in die Peking-Oper einführen zu lassen, über, wie nennt man das auch, eine Arie, was auch immer. Und insofern dürfen wir die Bank bitten, zu singen. Und ich danke, dass Sie gekommen sind und wir freuen uns und haben noch angenehme Zeit miteinander. Vielen Dank. Ich darf übrigens noch auf etwas hinweisen. Schauen Sie sich ruhig an. Und es ist eine wunderbare Sache. Und da man natürlich sowas nicht nur macht, damit es eine Seite hat, gibt es auch eine zweite Seite. Und dann sehen Sie, in welcher Qualität vor annähernd 1000 Jahren in China schon gearbeitet und gemalt wurde. Und bei uns weiß das heutzutage kein Mensch mehr. Und selbst ein Genie wie Pablo Picasso musste über 70 Jahre alt werden, nämlich hat er erst 1956 ist er in Kontakt gekommen mit chinesischer Malerei und Kunst, weil eine Delegation unter Leitung von Mr. Wang, der Lehrer und Meister von Mr. Xu, in Paris war, Picasso traf und in 7 Minuten hat der Meister Wang einen Adler gezeichnet. Und Picasso war völlig beeindruckt und sagte, aha, unsere ganze Kultur kommt aus China. Hat ab dann angefangen, sich auch für die chinesische Kunst zu interessieren. 2000 Jahre alt. Und insofern können wir uns sehr freuen, wenn sozusagen in unserer westlichen Welt und generell im 20. Jahrhundert Picasso als das große künstlerische Talent wertschätzen kann, was chinesische Kunst hervorgebracht hat. Aber erst wenn man es ihm erklärt, ist es nicht selbstverständlich. Schauen Sie sich das in Ruhe an, das ist einfach grandios. Und das ist ein riesiges Gemälde, das ist über 2 oder 3 Meter groß, das ist nicht klein, das ist jetzt nur hier verkleinert. Auch die Form, wie das Museum es darbietet, finde ich wunderbar gelöst.
Das geht um eine traditionelle chinesische Pickenoper von unserer großen Meister, der Herr Melanfang. Dieser Name heißt Bawangbeji. Das ist ein großer König, der auch seine Frau in Verabschiedung genommen hat. Das war eine traurige Geschichte gewesen. Das ist der König hat schon vorab gesehen, er wird bestimmt verloren. Und der möchte gerne eigentlich seine Frau schon verabschieden und dann seine Kunden werden das auch. Genau. Eigentlich möchte er gerne beide in Flucht nehmen. Und dann die Frau hat eigentlich auch gedacht, weil wenn ich mal zu zweit weggehen, das wäre auch zu gefährlich. Und dann, seine Frau hat einfach gesagt, ich möchte gerne mein Leben kosten, dass du mal in erfolgreich gefluchtet werden könnten. Es geht darum, dass die Frau und der König darüber nachgedacht haben, ja, wie soll ich mal meinen Mann sagen, wie soll ich ihn mal ausreden, dass er alleine gehen könnte. Hat auch unter dem Mondschein überlegt, ja, wie kann ich überhaupt jetzt mal meinen Mann auch mal generell sagen, wie ich das überhaupt planen könnte. Ja, das ist eine ganz, ganz kompliziert, alles drüber nachdenken. Weil sie nur diese Musikbegleitung hat, deswegen kann sie leider nur diese traurige Szene mal singen. Das ist, ja, aber traditionelle chinesische Peking-Oper. Interview we had a few days ago with Mr. Xu, and he said he loves this
city very much together with the family because it's very cozy and a quiet, peaceful place for the people to live and also to enjoy such a wonderful Chinese painting as well with the whole family and with friends together. So everybody, I hope you enjoy today and also continue to have communicate with each other. If you'd like to have some Chinese snack, go to the kitchen and enjoy yourself. Thank you very much. Okay, aber ein bisschen.